Hey Leute, das ist Folge 2 von Folge 1. Folge 1 ist das Video, was ich zuletzt hochgeladen habe. Ich weiß nicht, wie gut ich die Folgen noch nummeriere, eigentlich gar nicht mehr, und wie gut die jetzt hier noch erkennbar sind. Aber es gab ja in der letzten Folge ein unerwartetes Ende durch die technischen Versagen im Rechenzentrum an der französischen Grenze. Sachen gibt's, aber natürlich ist der Server hier eigentlich für seine tolle Uptime bekannt. Dementsprechend war der Server recht schnell wieder online. Ich war aber natürlich etwas länger aus dem Konzept gerissen hier durch Verwirrung und Unfähigkeit. Aber wir sind jetzt wieder da. Und weiter geht's natürlich auch mit dem Video, was ich natürlich nicht unterbrechen wollte. Meine neue Lieblings-Game-Show. Da habe ich mir extra dieses lange Video rausgesucht. Und Flop. Flop. Flop, sage ich nur. Warte, in welche Richtung geht's denn? Wo ist denn der 80? 0, 8, ach so, der ist über dem Spawn einfach. Okay. Ich weiß Bescheid. The Dupes. Also Link zum Video, was wir schauen, weiterschauen werden, bei 1 Stunde 25 Minuten und 48 Sekunden. Vielleicht werde ich noch ein bisschen zurückspulen, weil wir dann doch ein bisschen hier aus dem Duping Flying Machines, weil wir dann doch ein bisschen aus dem Konzept gerissen wurden. Und mit wir meine ich genau mich. Ihr könnt ja einfach nur das Video weiterklicken. Genau, also 36C3 Wikia WG gefragt, gejagt, Junghackerinnen Edition, Link wie immer in der Beschreibung, genauso wie die IP-Adresse von diesem tollen Minecraft-Server hier, den ich für euch bereitstelle. Ist ein Anarchie-Server, ist ein Anarchie-Vanilla-Server, sowas gibt es auch nicht oft. Die meisten Server, warte, welche Richtung waren die denn? Die meisten Server, welche Richtung waren die denn? Die meisten Anarchie-Server haben dann doch irgendwelche Plugins immer installiert. Und ja, das macht den Server dann doch besonders. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Und ja, das war jetzt eine lange Erklärung für diesen Anarchie-Server. Sorry dafür. Werde ich natürlich nicht auf die Folter spannen. Und weiter geht's natürlich mit dem Video jetzt. Also es ist natürlich ein bisschen sehr verzögert hier, weil wir eine lange Intro hatten. Wie ihr seht, ich bin total durch den Wind, dass einfach das ganze Rechenzentrum abgeschmiert ist. Ich meine, hier hängt ja noch mehr dran als nur dieser Minecraft-Server. Ja, es war gerade viel los, Leute. Und dann würde ich sagen, geht's weiter bei einer Stunde und 25. Ja, komm, ich spule ein bisschen zurück, mach mal weiter hier bei ja, einer Stunde 25 Minuten und 18 Sekunden. Ah, da haben wir die Maschinen von dem Video, was ich schon genannt habe. Dann lass mal hier abstürzen. Genau, Link zum Video und IP-Adresse in meiner Beschreibung. Wie oft habe ich das jetzt schon in dieser Episode gesagt? Leute, also ich bin kein Multitasker. Let's go. Weiß ich gerade nicht. Da habe ich Deswegen die Zeit leider. übernimmt das Commentary natürlich auch jemand anders. Ne? Habt ihr schon gemerkt, ne? Also Commentary kommt hier aus dem Off, weil ich kein Multitasker bin. Abgelaufen. Und wir schauen einmal, wie viele Punkte du bekommen hast. Letztlich drei richtige Antworten. Damit schon mal ein Applaus und ich bitte den Jäger auf die Bühne. Oh, Und dann come eine kurze Frage in die Technik. Wenn der Rechner rumotzt, dass der Akkustand niedrig ist, ist es relevant oder kann ich mal. Meiner sagt mir immer niedrig und der hat ja noch 1000 Stunden so. Ton bitte? Ah ja, da läuft nur die ganze Halle drauf, das ist nicht wichtig. Okay, prima. Also, wenn er ausgeht, fällt die Decke runter, aber bis dahin. Bis dahin können wir weiterspielen. Das will ich mal nicht hoffen. Was die Angebote angeht, ich bleibe einfach bei den geometrischen Reihen, die sind schön. 1, 3 und 9. 1, 3, 9. Für was entscheidest du dich? Oh, schwere Frage.
Nehmen mal die 3, die 3 hört sich gut an. Die 3 hört sich gut an und damit bleiben wir dabei und starten in die Jagdrunde mit der ersten Frage. Ich starte noch einmal ganz kurz das andere Fenster noch, vielleicht geht es ja auch wieder hier so, aber das ist... Nee. Moment. Das war nochmal A, B, C, D, Baum. Ich lese steht das da? Oder? Steht das da dann? Oder? Genau, ich lese das einfach vor und du kannst dann halt die Buchstaben drücken. Die Frage ist, kann ich das irgendwie wieder aktualisieren oder wäre halt ein bisschen einfacher? Ja, alles gut. Ja, da passt. Alles gut, bis da. Achso, alle neu laden, oh Gott. Alle neu geladen, wir können weitermachen. Erste Frage. Wie heißt das Unternehmen, das die Bahnhöfe in Deutschland betreibt? A. DB3S-Zentrale. B. Station und Service. C. DB-Netze. Oder ist es D. die DB-Mobilitätsservice-Zentrale? Boah. Wir haben beide eingeloggt und beide sagen sogar das Gleiche. Beide sagen DB-Netze, aber die richtige Antwort, die ist DB-Station und Service. Hey, jetzt sagt sie die richtige Antwort. Damit machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wir bleiben bei Unternehmen. Mann, wieso habe ich das Teil überhaupt verlassen? Bei der Frage, zu welchem Unternehmen gehört der Slogan It's What's Happening? Ist es A. Facebook, B. Livestream, C. Telegram oder D. Twitter? Bitte jetzt einloggen innerhalb von 10 Sekunden. Gott! Damit hat Daniel was gewählt? Telegram. Ich habe eigentlich keinen Plan. Kein Plan. Die richtige Antwort wäre gewesen Twitter. Und der Jäger sagt schon und nickt. Twitter. Das hatte er tatsächlich nicht. Ich habe zumindest noch nicht sehr oft Telegram-Nachrichten in den Abendnachrichten gesehen, aber Twitter ist da jeden zweiten Tag zu sehen. Von daher ist das nicht ganz abzustreiten. Ja, wenn man es nicht nutzt. Das ist natürlich eine andere Sache. Und kriegt einen Applaus aus dem Publikum. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wie heißt einer der größten Händler für Elektronikbauteile? Ist es A. LSCS, B. JLCPCB, C. Easy EDA oder D. LCSC? Bitte jetzt eure richtige Antwort einloggen. Innerhalb von 5 Sekunden. Zu blöd, dass ich kein Hardware-Hacker bin. Zu blöd. Was hast du denn gewählt? JSC, BCB. Okay. Das ist aber leider falsch. Die richtige Antwort ist nämlich LCSC. Ah, Mist. Und ich hatte geraten, weil es zwei Antworten gab, die so ähnlich aussahen. Dachte ich, okay, eine von denen beiden wird es sein, weil warum sollten sie zwei so ähnliche Antworten reinwerfen, wenn es etwas ganz anderes ist? Damit kommen beide keine Stufe weiter, weil beides war leider falsch. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welcher dieser Browser verwendet nicht die Engine von Google Chrome? Ist es A. Brave, B. Firefox, C. Edge oder D. Vivaldi? Also Brave und Firefox verwenden Chrome. Vivaldi kenne ich nicht und Edge würde ich es zutrauen, dass sie was Eigenes bauen. Ich sag Edge, Locken weil irgendwie Off-Brand wird sich selber keine Engine Daniel bauen. Daniel sagt Edge. Ja, ich sag Edge. Und die richtige Antwort ist Firefox. Damit was? Leider falsch. Was? Verwendet Firefox? Warte, oh Gott, war das peinlich. Oh Gott, war das peinlich. Da hat keiner gehört. Mega. Cut, also Edge, neue Folge. Ich noch richtig, weil Edgeium ist ja noch nicht veröffentlicht worden. Das heißt... Okay. Ah, ja. Der mit dem Zopf sagt, passt schon und damit muss ich leider sagen, der Jäger hatte diesmal recht und rückt gefährlich nah an Daniel heran. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Was ist kein Web-App-Framework? Ist es A. Django, B. Rails, C. PyTorch oder D. JSF? PyTorch. Das ist für Machine Learning. Daniel sagt JSF. Die richtige Antwort ist PyTorch. Also muss ich leider sagen, da hatte der Jäger recht. Und Daniel ist leider raus. Vielen Dank, dass du da warst. Nochmal einen großen Applaus für Daniel. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spieler oder der nächsten Spielerin. Ich möchte auf die Bühne bitten, Luik, einen Applaus.
Mir geht der Slime aus, Leute. Wo ist denn mein Slime hin? Stehen oder sitzen? Sitzen gerne. Diese Jugendlichen sitzen alle so gerne. Na gut, wer bist du denn? Loik habe ich schon gesagt. Ja, ich bin Loik. Ich bin irgendwie durch Zufall hier. Ich wurde hierher gezogen gerade eben. Also. Durch Zufall. Durch Zufall aus Versehen. Dann gucken wir mal, wie der Zufall es so meint mit dir und ob du in der Schnellraterunde vielleicht sogar dich ein bisschen besser behaupten kannst als deine Kollegin. Haben die dich hergezwungen? Ja. Oh, wenn du jetzt gewinnst. Wir drücken einfach alle einmal die Daumen für Loik und starten die Schnellraterunde. Wenn du nicht weiter meinst, sagst du einfach weiter. Alles klar. Damit die erste Frage. Wie viele OSI-Layer gibt es? 7. In welchem Jahr wurde der CCC e.V. gegründet? Weiter. Wie lautet der Codename für die erste veröffentlichte Version von Windows 10? Weiter. Wie heißt ein bekannter Sci-Fi-Film aus 1999, in dem die Menschheit unwissentlich in einer simulierten Matrix. Realität gefangen ist? Stark. In welchem Spiel bildet man Zweierpotenzen und versucht zwei... Ach, wie heißt 2048. Welche Rolle hatte die Person inne, die nach der Supercomputer IBM Watson benannt wurde? Weiter. Welches Start-up des Hackers George Hotz entwickelte eine quelloffene Software zum Autonomen Open AI, Auto? Nee, weiter. Nicht Open, Open Drive, nein, fuck, wie hießen die? Weiter. Der Wissenschaftspodcast Methodisch Inkorrekt wird produziert von Dr. Nikolaus Wörl und Dr. Reinhard. Weiter. Dr. Reinhard Weiter, man kennt ihn. Damit ist leider die Zeit vorbei. Bei mir ist es weitergelaufen, also alles gut. Und wir können einmal kurz schauen. Das waren zwei richtige Antworten. Sehe ich das richtig? Zwei richtige Antworten. Ein Applaus schon mal dafür. Und wir warten auf die Angebote des Jägers. Ich muss jetzt klicken, oder? Doch, musst du gar nichts machen. Gleich, ja. Erstmal ganz ruhig, ganz hat ruhig, der Jäger ein paar Angebote für dich vorbereitet. Ja, also da werden immer so ein paar Zahlen automatisch generiert. Ich mache das jetzt einfach, weil wir sind ja eh schon ein bisschen spät dran und ich habe auch meine nächste Engelschicht dann irgendwann. Oha. 0, 2 und 6. Was ja, dann mache ich es auch schnell und nehme das oberste. Die 6, okay, alles klar. Dann starten wir direkt mit der Jagdrunde. Wofür steht das Akronym CMS? Und dann musst du gleich, wenn ich fertig gelesen habe, den richtigen Buchstaben da klicken. Also, ist es A, Content Mitigation System, B, Club Management System, C, Creative Makerspace oder D, Content Management System? Ihr Content Management beide System. Beide eingeloggt und ich beide sagen... Kein visuelles Feedback, ist das genau, das richtig ist völlig so, ja. Richtig so. Ich sehe es und das sagt okay. Content Management System, hast du gewählt? Ja, der Jäger auch. Und beide liegen richtig. Ein Applaus dafür. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Aber Content Mitigation System finde ich auch super. Okay. Das will ich vielleicht klauen. Von wem wird unser Land regiert? A. Piraten. B. Chaoten aus dem Computerclub. C. Hans-Peter Uhl. Oder D. Sicherheitsbeamte, die Recht und Gesetz verpflichtet sind. Jetzt bitte eure Antworten einloggen. Also, der liebe Loik hat sich entschieden für Chaoten aus dem Computerclub und ich muss leider sagen, sorry, das ist falsch. Noch nicht. Die richtige Antwort wäre gewesen, Sicherheitsbeamte, die Recht und Gesetz verpflichtet sind. Und das auch hat auch der Jäger gesagt. Die Gewaltenteilung funktioniert, aber das ist eine andere Sache. Das kann man denen ja noch erklären vielleicht, so Stück für Stück. Damit kommt der Jäger schon so ein bisschen an Loik heran. Daumen drücken, dass das hier weiß, was wird mit der nächsten Frage. Was ist kein clientseitiges Web-Framework? A. React.js, B. Angular, OpenPM, OpenMP oder D. Vue. OpenMP. Und damit sagt Loik OpenMP. Die richtige Antwort ist OpenMP und auch der Jäger nickt schon. Das heißt, das ist die richtige Antwort. Beide eine Stufe weiter. Wie heißt ein alternatives Frontend für YouTube? A. Vimeo, B. Invidious, C. PeerTube oder D. FFmpeg. Beide haben ihre Antwort eingegeben. Was Frontend? FFmpeg. Boah, ich sag PeerTube. Beide haben ihre Antwort eingegeben. Loik sagt PeerTube. Es ist leider in die Videos. Schauen wir, ob der Jäger das richtig hat. PeerTube ist eine alternative Plattform. Ja, aber es ist kein Frontend. Stimmt. Ja, klar, kein Frontend und keine Alternative. Ja, das ist auch stupid. Vielen Dank, dass du da warst. Und nochmal einen großen Applaus. Und damit bitte ich den vierten Spieler dieses Teams auf die Bühne. Und ich glaube, es ist ein ziemlich großer Druck, jetzt hier sitzen zu müssen und jetzt sich nochmal behaupten zu müssen. Hier ist Max. Nee, ich stehe lieber. Du stehst lieber. Sehr gut. Du stehst.
ja. Du bist Max. Ja, Max. Warte. Jena muss ich hier ran. Okay. Ja. Max, 18 Jahre, aus Südtirol, also aus dem fernen Italien, bin von der Chaos-Infrastruktur durch die guten Alpen getrennt. Also ein ganzes Stück auch angereist. Ja. Dann schauen wir doch mal, wie viel du schaffst in einer Minute zu beantworten. 60 Sekunden für dich und die erste Frage kommt jetzt. Wie heißt die bekannteste Open-Source-Chat-Software für Teams, die das Konzept der sogenannten Streams verfolgt? Weiter. Welches Team stellt die Internetverbindung auf dem Congress bereit? Das NOC. Wonach wird mit einem RFC den Namen nachgebeten? Request for Comment. Nenne die gängige Abkürzung für Accessibility. ACC. Wie heißt die bekannteste Alternative zu OpenSSL? Weiter. Löse die Abkürzung CERT auf. Certificate. Emergency Response Team. Was? Was CERT. War der Codename von Windows 8.1? Weiter. In welchem Jahrzehnt wurde das erste kommerzielle AKW in Deutschland in Betrieb genommen? 50er. Was ist die SI-Einheit für Leistung? Watt. Welchen Schachweltmeister besiegte Deep Blue im Mai 1997? Weiter. Das war's dann leider mit der Zeit und wir haben 3 richtige Antworten. Damit schon mal einen Applaus für Max, bitte. Und ich bitte den Jäger auf die Bühne. Zuerst mal eine Korrektur, er hat 4 Punkte. Die Expansion von CERT war richtig als Computer Emergency Response Team, auch wenn die Chaoten das eher als Chaos Emergency Response Team kennen. Damit starten wir die Jagdrunde. Wir können loslegen mit... Das Hoherangebot würde ich mal sagen, da diese Punkte eh total bedeutungslos sind, ist das Hoherangebot diesmal 1337. 1337 als hohes Angebot. Welches nimmst du? Ich nehme das obere, wir müssen noch den Topf danach erwischen. Also, los, los. Okay, nehmen wir das nächste. Los, los. Es geht los mit der ersten Frage und zwar... Welche der folgenden Persönlichkeiten hat sich nicht auf dem Gebiet der Computerprogrammierung, ich lese hier vor, verdient gemacht? A. Ada Lovelace, B. Grace Hopper, C. Hedy Lamarr oder D. Kathleen Booth? Die Antworten wurden eingegeben. Grace Hopper, sagt Max, und das ist leider falsch. Richtig gewesen wäre Hedy Lamarr und das hat unser Jäger richtig gehabt. Kann das kaputte Display sein, aber der Input ist interessant. Der Input, du hast was anderes eingegeben? Ich hätte eigentlich auch Hedy Lamarr genommen, aber ist egal. Die Reihenfolge ist falsch? Ja gut, das erklärt's. Okay, schauen wir mal, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welcher dieser Parameter funktioniert mit dem tar-Befehl? A. tar-scz. B. tar-dxcf. C. tar-jvf. Oder D, Tar-CZF. Ist der böse, ich sag C, ich sag C. Ich verstehe offenbar nicht, wie Tar funktioniert, aber er meint wahrscheinlich das da. Okay. A ist nämlich auch richtig. Beide nehmen Tar-CZF und das ist richtig. Warte, Tar-CZF? Welche war das? Tar-CZF. Okay, ich war falsch. Ich verstehe offenbar nicht, wie Tar funktioniert, aber er meint wahrscheinlich das da. Okay. A ist nämlich auch richtig. Beide nehmen Tar-CZF und das ist richtig. Damit kommen beide eine Stufe weiter. Es bleibt spannend. Die nächste Frage. Was wird in RFC 1459 spezifiziert? A. FTP, B. E-Mail, C. Telnet oder D. IRC? Beide haben die Antwort angegeben und Max sagt, dass es FTP. Richtig wäre aber IRC gewesen. Damit der Jäger nur noch was anzumerken, die ganze Spannung geht ein bisschen kaputt, weil die Anzeige da oben sich aktualisiert, sobald wir was eingeben. Warum sagst du mir das jetzt? Damit hast du leider verloren und es bleibt niemand auf dem Team übrig, aber erstmal einen großen Applaus für Max. Hatten wir nicht noch einen? War nicht die erste Mitspieler? Daniel, Paul, Luik, Max. Nee, schade. Das Team war nicht so stark. Sehr schade auf jeden Fall. Sehr schnell durch. Dann sind wir doch schneller durch und alle können... Paul ist noch da? Würde ich doch sagen. Paul ist da? Nee, Paul, Paul... Ich bleib jetzt einfach hier. Paul hat angegeben mit seinen Japanischkenntnissen, aber... Okay.
Ja, komm, wir machen es jetzt einfach mit allen, weil die Punkte sind. Wir machen einfach noch eine Schnellraterunde mit allen durch. Eine Finalrunde. Eine Finalrunde schaffen wir noch. Dann einmal nochmal mit Applaus das Team bitte auf die Bühne. Ja, zwei stellen sich hier hin, das ist kein Problem. Oder ihr kuschelt ein bisschen auf den Stühlen, auch kein Problem. Also, dann machen wir noch eine Schnellraterunde. 60 Sekunden von der 20? Was haben wir? Wir machen einfach das Finale ganz normal. Das ist doch, das Finale ganz normal kriegen wir doch hin. Mach mal lieber das da jetzt. Machen wir ein Finale. Also, was war der ursprüngliche Slogan der Plattform YouTube? Broadcast yourself. Wie nennt man die Programmiersprache ECMAScript noch? JavaScript. Was macht der Clown im Büro? Aber ist ECMAScript nicht eigentlich nur der Standard? Faxen. Was sind zum Beispiel .net, .de oder .org, die über das DNS verwendet? Top-Level Domains. Wie viele Sekunden hat ein Tag? Wie nennt EventPhone sein Generic User Registration Utility zur Anmeldung von Telefonen auf dem Kongress? Weiter. Wie heißt das Tabellenkalkulationsprogramm in LibreOffice? Calc. Über welche Tiere wird im ersten YouTube-Video aller Zeiten gesprochen? Oh shit. Garantiert Katzen oder nicht? Giraffen, ist oder? Ist HTML eine Auszeichnung zu der Programmiersprache? Wie nennt man diesen Angriff? SQL Injection. Also muss man mitlesen. Für welche Webseite ist Alexandra L. Bakjan bekannt? Weiter. Welche ist die älteste Version des Linux-Kernels, die noch offiziell mit kritischen Bugfixes versorgt wird? 4.3. Wenn die jetzt ausläuft, das ist eigentlich eher 16. Ja, eher gibt sie nicht. Welcher Künstler wurde mit Hits wie Ich hab Feuerwehr oder Deckt richtig geil bekannt? Weiter. Auf welches Tempo muss man den DeLorean beschleunigen, um eine Zeitreise zu machen? 88 Meilen. Wie heißt ein Hackathon, der Open Knowledge Foundation und mediale Pfade von Org? Oh. Wie heißt der Bereich nur für Engel bei Chaos Events? In Zusammenarbeit mit welcher Bank betreibt Apple die Apple Card für Apple Pay? Mastercard. Der Name welches Betriebssystems ist in OpenSSH enthalten? Und damit OpenBSD. Ist die Zeit leider vorbei. Das sind wie viele Punkte? 14 Punkte für das Team. Ein großer Applaus bitte dafür. Und der Jäger. Jetzt läuft's plötzlich. Hat auch noch 120 Sekunden. Jetzt läuft's. Auch bei dir? Wir werden es schauen. Weniger oder mehr als 14 Antworten. Können wir starten? Auf geht's mit der ersten Frage. Welche Version kam vor Windows XP? Windows 2000. Worum handelt es sich bei Dvorak? Eine Tastaturbelegung. Durch das Drücken von Dvorak hieß die. Mit welchen Buchstaben erhält man Apps? Q. Die Suchmaschine mit dem größten Marktanteil. Leider Google. Wie viele Bits hat ein Byte? 8. Wie lautet die sind ja viel einfacher. 1, 2. Okay, so viel dazu. Was ist binär? 101. Auf welcher Webseite streamt das VOG Vorträge bei Veranstaltungen? media.ccc.de. Nicht? Das war falsch. Ja. Auf welcher Webseite ich davon, wenn man live da ist. VOG? Vorträge bei Veranstaltungen. Ihr habt auch eine Zeitbegrenzung? Streaming.ccc.de. Streaming-Media-ccc.de wäre es gewesen. Wofür steht das zweite C im Namen dieses Kongresses? Communication. Nicht welche Computer. Ist die einzige, die auf der Vorderseite der Apple Card. Oh Gott, ich hätte sowas von Computer gesagt. Das ist wahrscheinlich so eine richtige Fangfrage. So für Idioten wie mich. Haha, jeet. Erwischt haben sie mich. Die Terms and Services? Was ist? Was? Welche Information ist die einzige, die auf der Vorderseite der Apple Card zu lesen ist? Die Terms and Services? Nein. Name. Name. Mit welcher iOS-Version hielt der sogenannte Dark Mode Einzug? 13. Welchem Bundesministerium ist die digitale Infrastruktur untergeordnet? Das Verkehr. Auf welcher Frequenz funkt 802.11n? 5 Gigahertz. Aus welchem Land kommen die Emoji ursprünglich? Japan.
Welche deutsche Firma vertreibt Produkte wie HANA oder Marketing Cloud? Mein Arbeitgeber tatsächlich, SAP. Bei welchem Dienst authentisiert man sich für gewöhnlich im IRC? HANA ist deren Datenbank, oder? Wie heißt das Maskottchen von KDE? Konki. Welche Schwedin ist für ihre schrägen Roboter durch YouTube bekannt? Hier, Frau Gierke oder wie die heißt, ne? Weiter. Na, wisst ihr das? Ja. Na? Ja. Habt ihr eine Antwort oder? Okay. Nein, keine Antwort, aber du hast noch. Simone, hier ist was. Das ist die. Shebang ist die Zeile am Anfang von einem Shell-Skript. Wofür steht SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. Unter welcher Lizenz steht das erste YouTube-Video? Okay, bei mir wäre noch was übrig, aber wahrscheinlich würdest du diese Staffeln zwischendrin oder so. Wirklich? Mit wie vielen Antworten? Antworten hat der Jäger und 14 Antworten hat das Team. Damit haben wir einen großen Applaus für alle und vielen Dank allen ZuschauerInnen hier im Publikum. Und es wäre toll, wenn alle, die mitgespielt haben, noch einmal auf die Bühne kommen, weil ihr bekommt alle noch was. Wir haben Preise für alle. Und keine Zeit für alle, bei den Engeln und so. Also, dann nehmt euch das gleich. Also, für alle, die teilgenommen haben, gibt es hier diese schönen TeilnehmerInnen-Alpakas. Für euch drei aus dem ersten Team, die in der Finalrunde mitgespielt haben und so gewonnen haben, gibt es diese schönen GewinnerInnen-Alpakas. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und das für Cyril eine. Gibt es gleich, kannst du dir bei uns am Tisch abholen, einen Alpaka-Bausatz aus dem Lasercutter. Faszinierend. Ein Alpaka-Bausatz für unseren Jäger. Einen großen Applaus nochmal und danke für 2 Stunden freigefüllt mit Wissen. Manchmal. Und Bugs. Auch ein paar Bugs. Beim nächsten Mal wird es dann besser. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das erste gefragt, gejagt in der JungHackerInnen-Aktion. Wenn ich hier jetzt ansetze, dann fährt's los. Okay. Wollte nur sicher gehen, dass es funktioniert. Okay, aber das ist falsch gebaut hier. Und zwar sollte das hier Cobblestone sein und davor dann Obsidian. Nee, andersrum. Erst Obsidian. Ah ja, okay. Dann kann man das so machen. Okay, jetzt ist mein Obsidian alle und das Video ist vorbei. Ja, ihr wisst Bescheid. Das war dann das Ende dieser Folge. Aber ich werde noch eine Folge dranhängen, weil dieses Quizformat richtig geil ist. Einfach nur. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit hoffentlich einem neuen Quiz. Und schaut doch mal auf dem Server vorbei oder schaut doch mal in dem MediaCCC-Channel vorbei und schaut euch die Videos im Original an. Jo, haut rein.